Wir beschäftigen uns heute mit dem Schulbucherlass. Gemäß 29 Absatz 3 Satz 1 Niedersächsisches Schulgesetz in der Fassung vom 3. März 1998 dürfen Schulbücher an einer Schule nur eingeführt werden, wenn sie von der zuständigen Behörde genehmigt worden oder aber durch besondere Regelungen von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind. Die zuständige Behörde ist das niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung NLQ. Das NLQ prüft die Schulbücher auf Grundlage des Runderlass Genehmigung Einführung und Benutzung von Schulbüchern an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen vom 1. August 2014. Digitale Lehrwerke, die inhaltlich identisch mit einem gedruckten Werk sind, gelten automatisch als genehmigt. Wenn der Verlag mit der Einreichung eines gedruckten Lehrwerks darauf verweist, dass dieses Werk auch als digitales Lehrwerk angeboten wird und sich das digitale Lehrwerk inhaltlich nicht von der Printausgabe unterscheidet. Aus Sicht des Datenschutzes ist wichtig, dass für digitale Lehrwerke mit interaktiven Inhalten eine gesonderte Genehmigung erforderlich ist. Das steht in Kapitel 4.7 des Erlasses. Darüber hinaus wird auch im Schulbucherlass in 3.4 festgelegt, digitale Lehrwerke gemäß Nummer 1.1, digitale Arbeitsmittel gemäß Nummer 1.2 sowie digitale Lernmittel gemäß 1.3 dürfen keine Werbeelemente enthalten. Für die Genehmigung internetbasierter Lern- und Unterrichtsplattformen gelten dazu noch besondere Regeln. Gemäß Paragraf 31 Absatz 5 Satz 1 dürfen internetbasierte Lern- und Unterrichtsplattformen nur eingesetzt werden, soweit diese den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften entsprechen und die Schulleitung dem Einsatz zugestimmt hat. Es ist hier nicht daran gedacht, dass solche Lern- und Unterrichtsplattformen für einzelne Lehrkräfte auf Antrag freigegeben werden, sondern dass es Aufgabe der Fachgruppen ist, solche Anträge bei der Schulleitung einzureichen. Bei internetbasierten Lern- und Unterrichtsplattformen, die allgemein in der Schule genutzt werden sollen, ist gemäß 35 Niedersächsisches Schulgesetz Absatz 1 und Absatz 3 eine separate Teilkonferenz von der Gesamtkonferenz zu berufen. Gemäß Paragraf 31 Absatz 5 Satz 2 darf die Schule für den Einsatz digitaler Lehr- und Lernmittel neben den personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten auch personenbezogene Daten der Lehrkräfte verarbeiten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass bei der Verarbeitung von personenbezogenen Schülerinnen und Schülerdaten durch Lernplattformen bei denen die Verarbeitung durch einen zentralen Auftragsverarbeiter erfolgt, eine Datenschutzfolgenabschätzung gemäß Artikel 35 Datenschutzgrundverordnung obligatorisch ist. Für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Datenschutzfolgenabschätzung ist die Schulleitung, nicht der oder die Datenschutzbeauftragte, zuständig. Die nächste Frage ist: Was ist bei einem Sponsoring zu beachten? Auch Schulsponsoring auf der Homepage kann ein Thema werden. Grundsätzlich gilt hier der Erlass. Wirtschaftliche Betätigung, Werbung, Informationen, Bekanntmachungen und Sammlungen in Schulen sowie Zuwendungen für Schulen vom 1. Dezember 2012. Für Umfragen und Wettbewerbe gelten ebenfalls besondere Regeln. Schauen wir uns also an, wie es sich mit Umfragen und Wettbewerben verhält. Beispielsweise sollen Schüler bei forscht angemeldet werden oder sich einer Umfrage zu einem Medienthema stellen. In jedem Fall kann es dabei zur Übermittlung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommen. Entweder werden Namen und Adressen ermittelt oder es werden bestimmte Vorlieben oder Gewohnheiten bei der Nutzung von verschiedenen Medien preisgegeben so werden beispielsweise in Studienseminaren oder auch Universitäten für Abschlussarbeiten umfragebasierte Themenstellungen vergeben, die die Befragung von Schülerinnen und Schülern umfassen. Natürlich gelten in diesem Fall wieder die Regeln der Datenschutzgrundverordnung, das niedersächsische Datenschutzgesetz sowie das niedersächsische Schulgesetz. In dem speziellen Fall von Umfragen gibt es aber vom Kultusministerium sogar einen speziellen Erlass, nämlich den Erlass zu Umfragen und Erhebungen in Schulen. Darin steht, dass solche Umfragen und Erhebungen in jedem Fall genehmigungspflichtig sind, jeder Einzelfall also beantragt und genehmigt werden muss. Die richtige Behörde ist hier das regionale Landesamt für Schule und Bildung. RLSB. Eine Ausnahme bildet eine Umfrage an der eigenen Schule. Hier muss aber zumindest die Schulleitung zustimmen. Für Wettbewerbe gilt, die Teilnahme ist stets freiwillig und die Schule darf ohne ein Verständnis der Schülerinnen und Schüler keine personenbezogenen Daten übermitteln. Wir erinnern uns nochmal, Datenschutz ist immer als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu sehen. Keine Einwilligung, keine Übertragung von Daten. Die Teilnahme an Umfragen ist stets freiwillig. Sonderfälle, nämlich die verpflichtende Teilnahme, sind im Paragraf 30 Nummer 3 Niedersächsisches Schulgesetz geregelt. Das sind Erhebungen, die die Schulqualität intern beleuchten und von der Schulbehörde angeordnet sind. Konkret heißt das, dass wir uns vorstellen, ein Student möchte unsere Schülerinnen und Schüler gerne im Rahmen einer Umfrage befragen, beispielsweise von einer Aufgabe an der Universität ausgehend. Es handelt sich dabei um eine Umfrage an der Schule, also müssen wir folgende Schritte beachten. Beim RLSB muss eine Genehmigung eingeholt werden, um die Umfrage durchzuführen. Die Teilnahme ist in jedem Fall freiwillig. Jeder kann für sich entscheiden, welche Daten er oder sie angibt. Eine Arbeitsgruppe des Niedersächsischen Verbundes zur Lehrerbildung hat in einem engen Austausch mit den zuständigen Behörden eine erlasskonforme Handreichung inklusive Formularvorlagen entwickelt, die eine sachgerechte Anwendung des Erlasses von Seiten der lehrerbildenden Hochschulen sowie eine Qualitätssicherung in der Umsetzung formaler und ethischer Vorgaben an den Hochschulen unterstützen. Die Unterlagen findet man online unter diesem Link.